Und damit willkommen zurück. Wir waren dabei, uns auszuruhen, um das Krankenhaus anzugreifen. Und gucken mal, wie es aussieht. Es sieht, ich sehe ein bisschen übel aus. Aber allein wegen mir da anzuhalten, ich glaube, ich pfeife mir besser einen Regenboost. Ich glaube, ich pfeife mir sowieso über einen Regenbooster rein. Bitte entschuldigt die Schnitte, aber ich bin immer noch krank. Und ich glaube, ich habe hier unten einen Fehler gemacht, in dem, glaube ich, Schenk gar keine Waffe in der Hand hat. Genau, es ist mir nämlich letztens auch aufgefallen. Hier gibt es aber relativ potente MGs. Das MG3 möchte ich ihm nicht unbedingt geben, weil Bar. Bar ist eigentlich so auf seinem Niveau. So, jetzt kriegt er. Ach, er darf sogar. Und er hat so einen Scharfschützen-Bipod dabei. Wieso das denn? Ich glaube, das wollte ich irgendjemandem bringen oder so. Oh, und die Munitionsketten, also die 3006 Munitionsketten passen hier rein. 1919 Ammo-Belt. So, Dynamo hatte ich aber eine Waffe gegeben, oder? Ah, jetzt so eine Pizzle AK und das ist für Verteidigung jetzt nicht immer so das Allerbeste. Aber hier ist nichts, was, wo ich sagen würde, so das ist sehr viel besser. Ja, von da würde ich einfach mal sagen, ne. So, wir waren dabei stehen geblieben, uns auszuruhen. Wir sind hier oben. Am besten den Sektor auswählen. Ich werde ein Profi in 0, nix. Ah, der Käferkampf, der das letzte Mal abgestürzt ist. Ich bin soweit. So, bis wie weit müssen wir denn warten? Ah, ich habe schon wieder vergessen, wann die Sonne aufgeht. 6 oder 7 Uhr. Wir benötigen, um hier reinzukommen, benötigen wir 1 Stunde 30 und die anderen 1 Stunde 40. Das heißt, wenn wir um 6 Uhr losmarschieren, müsste das passen. 5, 6, genau um 7 geht nämlich die Sonne auf. Von da machen wir hier einen Angriff-Safe. Und auch ein, ja, Autosave und Aufnahmebeginn-Safe. Denn man kann ja nie vorsichtig genug sein und ja, das funktioniert noch. Also die Aufnahme. Also das hier ist nicht verbuggt. Ja. Es sind Gegner in der. Und wir sehen das Krankenhaus. Das bedeutet, für die Leute, die das nicht gesehen haben, erkläre ich das nochmal, wie die Taktik hier funktioniert. Und zwar werden die ganzen Leute, also werden die ganzen Gegner, wenn wir sie aufscheuchen, werden wahrscheinlich hier aus dem Eingang kommen. Und deswegen geht man her und verschanzt sich hier, so dass man, dass die Scharfschützen von einem so super den Eingang sehen können. Dann können die alle anderen wegsnipern. Außerdem werden einige Gegner hier unten rauslaufen, hierher laufen und hierher kommen und teilweise hierher kommen. Deswegen muss man dann hier, hier und hier absichern. Warte ab, guck mal, dass wir uns erstmal aufgestellt kriegen. Erstmal, ja, das ist für uns diesmal nicht so schlimm. So. Sie sind hier. Jetzt Ja, wird's die lustig. sehen uns sofort. Ja. Gut, dann müssen wir ein bisschen kleiner treten. Grüezi. So, Steffen geht nach vorne. Ich stelle die erstmal hier so Ja. reihenmäßig auf und guck erstmal, dass ich hier so die ersten erledigt bekomme. Den Rest können wir uns dann später kümmern. Hier ist ja unser fast pures Scharfschützenteam. Obwohl ich Ja. eigentlich. Genau, den Aal positioniere ich mal hier. Das ist doof. Und zwar irgendwann, wenn man zu viele Leute hat, dann wird das Ganze unglaublich Gegner. pulkartig. Dann startet man immer in so einer großen, dicken Traube und dann darf Was? man die, die man als erstes bewegen möchte, teilweise gar nicht bewegen. Und zwar kann ich jetzt nicht hierher, weil das blockiert ist. Doch kann ich. So, ich stehe jetzt hier voll im Kartenrand. So, auch nochmal anzielen. Was? So, Schmeiser kriegt natürlich sein Mehrladegewehr wieder. Geht mal so ein bisschen nach hier. Natürlich ist es schöner, wenn man sich erstmal in Ruhe aufstellen kann, ohne dass man Gegner sieht. Das ist allerdings nicht immer möglich. Gucken wir hier, dass wir hier so ein bisschen die Traube so ein bisschen gelockert bekommen. So, Seaman auch raus. Seaman soll dann auch verteidigen. Was? Uli. Was? Ja. Und wen haben wir hier? Eagle. Genau, Eagle ist natürlich auch so ein stationärer Typ. Mit seinem dicken Cord. Yep. So, Grace lässt den Werkzeugkoffer fallen. Das kann man eigentlich auch so machen. Es geht so ein bisschen schneller, denn sonst muss man immer unter sich zielen. Außerdem kostet das halt so keine Punkte. So, jetzt haben wir die Traube halt so ein bisschen aufgebrochen. Den Rest machen wir in der nächsten Runde. Grüezi. Kann auch irgendjemand jemanden sehen? Nein. So, es wird hier als erstes mal Alarm Noch ausgelöst. mehr Allerdings Aggressoren. scheinen, genau, das sind die, die aus diesem Spalt hier kommen. Hier sollte man am besten auch einen Scharfschützen hinstellen. Aus machen wir gleich. Ja. So, es ist nicht viel passiert. Ja. Das heißt, der Aal sollte am besten da lang gucken. Das macht er am besten von diesem kleinen Pflänzchen hier aus, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So. Ja, hier kann er perfekt reingucken, allerdings noch nicht mehr schießen. Was? Um die nötige Deckung zu haben, würde Hier. ich sagen, dass Seaman mal hergeht und hier hinrennt.
So, und dass Beb genau das gleiche tut. Kann er nicht ganz. Dann können auch Gegner von hier kommen. Das heißt, ich bewege mal das Mampftierchen hier hin. So, es ist schön schnell. Und ich dann als Backup fürs Mampftierchen. Des Weiteren. Schmeiser könnte... Na, Schmeiser kümmert sich mal um den Aal, um das Ding. Dann ist das Ding mal ein bisschen besser geschützt. Dann können die anderen noch ein bisschen was lernen. Ja. Altgott bleibt hier als Deckung. Grace bleibt ebenfalls hier als Deckung. Guckt nach da. Ja. Das ist Hannibal. Die duckt sich am besten hier. Und guckt so, dass sie am besten beides sehen kann. Okay, jetzt kann sie hier die Tür sehen und hier das sehen. Gut. Jetzt brauche ich die Gegner einfach nur noch rankommen lassen nach einem Quicksave. Ah genau, hier kann diese Tür aufgehen. Na? Gucken wir mal, dass wir die treffen können. Ah, sie trifft richtig schlecht, weil das wirklich ein Scharfschützengewehr ist, wo man wirklich teilweise zwingend ein Zweibein verbraucht. Er kann gar nichts machen, weil er sich drehen müsste, oder? Er kann sich drehen, aber auch noch so ein bisschen schießen. Genau, es hatte so eine unglaublich hohe Feuergeschwindigkeit, das Ding. Oh, er kann sogar relativ viel machen noch. Genau. Schön niedergehalten. Und im anderen Trupp hat keiner eine Unterbrechung. Mist, ich hoffe, die können nicht mehr schießen. Ja, können sie nicht mehr. Aus der Tür kommt normalerweise allerdings auch immer nur einer zu meiner Verteidigung. So, Rest mach mal Beb. Naja, nicht den ganzen Rest. Aber ich kann die noch sehen, oder? Und Mampftierchen auch noch. Ja, A10 war ein ziemlich gutes Gewehr. Ist auch bis heute, also... Bis heute gilt das auch als so die beste NATO-Waffe und eigentlich als das Gewehr, was die USA eigentlich hätten einführen sollen und halt nicht das veraltete M14. Denn das M14 im Vergleich zum A10 ist nicht so wirklich gut. Es war halt nur sehr viel günstiger herzustellen, weil man das M14 damals halt auf den Maschinen herstellen konnte, zu großen Teilen, auf denen damals auch der M1 Garand hergestellt worden ist. Von da ab war es halt eine Kostenersparnis, allerdings nicht wirklich eine Nutzenverbesserung. Das A10 haben dann, glaube ich, auch nur so ein paar Länder kurz eingeführt. Die Niederlande bei Spezialeinheiten, Portugal und der Sudan. Das klingt ein bisschen komisch, aber ist so. Grüezi. Ja. Cool. So, wir kriegen hier relativ schnell kaputt. Übrigens tut mir leid, dass ich manchmal auch nichts sage, wenn gerade Action ist, dann bin ich wahrscheinlich gerade dabei zu husten. Hey. So, jetzt kommen auch die ersten schon aus der Tür. Ja. Und nur Beb kann den sehen. Ja, das wäre unsinnig. Ich glaube, mit Beb wäre es besser, mal ein paar Schrotkugeln nachzuladen. So. Übrigens, nicht wundern, dass man im Inventar nicht hoch kann. Das geht nämlich nicht. Man kann nur hier in diesem Ding hoch. Also, falls dieser Glitch bei euch mal nicht klappt, könnte sein deswegen. So, Kiddo. Okay, er hat eine relativ gute Weste. Und Hannibal kann mit der Waffe sowieso so viel nicht machen. Ich finde auch, obwohl die in der Realität wohl teilweise für manche Sachen ganz gut sind, finde ich halt 556 Scharfschützengewehre hier im Spiel nicht wirklich gut. Und hier fehlt auch, wie gesagt, halt das Biport. Ja. So, dann wäre es das damit. Was macht denn Schmeiser? Schmeiser kann das Ding nicht sehen. Ich glaube, ich rück mal mit dem Aal ein bisschen in der Gegend rum. So, obwohl hier ist mir der Aal eigentlich schon fast zu weit vorne. Und er sieht hier hinten ein. Das ist recht selten, dass hier Gegner rumgurken. In Vanilla, also in irgendeiner Mod, ich weiß nicht mehr genau, welche Mod es war, wo die KI anders funktioniert, kommt es vor, dass hier auf dem Level sich die ganzen Gegner hier auf einmal alle auf das Krankenhausdach raufschmeißen und dann von da aus runtersnipern. Das passiert hier in dieser Version nicht. Und ich habe bisher auch nur eine Version bisher gekannt, wo das passiert. Ich glaube, für die KI ist in diesem Level das Springen auf Dächern komplett ausgeschaltet, damit das halt nicht passiert. Ja. Okay. Übrigens finde ich auch mega witzig, dass halt das Krankenhaus ausgerechnet so die Form von so einem Kreuz hat. Okay, lassen wir es knallen. Ja, jetzt kommen die hier einer nach dem anderen und können dann alle in einer, ja, wenn man es dann könnte, einer nach dem anderen abgeschossen werden. Ja.
Naja, nicht getroffen. Ja, natürlich auch nicht getroffen. Was? Ja, das nützt jetzt sehr wenig. Außer ihn niederzuhalten und Munition zu verschwenden, die wir gleich noch dringend brauchen. So, dann macht den einfach der Aal in der nächsten Runde. Oh, der hat eine... Der scheint gut gepanzert zu sein, aber spätestens jetzt ist seine Panzerung hinüber, also... Spitze. Finish him. So, wir haben noch drei, aber die könnten Verstärkung bekommen. Ja. Ja. So, sieht schon ganz gut aus. Ja. So, drei. Die sind wahrscheinlich im Gebäude. Normalerweise würde ich jetzt sagen, wir gehen auf Nummer sicher und laufen. Was ist das Einfügen, ne? Und gehen her und laufen hier rum und holen uns alle von hinten und drücken die da raus. Da die aber Verstärkung bekommen können, ist mir zu gefährlich und deswegen gehen wir von vorne ins Krankenhaus. Was? Und zwar mit Beth ganz vorne, mit Schrotmunition, beziehungsweise am besten mit der Korsmunition. Das ist nämlich richtig übel. So, Beth wird begleitet von jemandem... Ja. Ich bin zu kaputt. Ich würde mal sagen, dass Mumphy das macht. Die beiden gehen mal hierher. Und was gucken mal, das? Dass sie hier das AKM, AK-74. Und da ist schon der erste. Nice. Ja, nicht so ganz so nice, aber... Mumphy hält das schon aus. Was? Was hat sie für eine Rüstung? Sie hat schon eine Ranger-Armor mit Keramikplatten drin, oder? Ja, kein Wunder, dass sie das ausgehalten hat. Mist. Einer weniger. So, zwei Stück noch. Ja. Kurz mal verbinden, aber hinter ihr steht ja der breite... Das ist Beb. Ah, erstmal aus dem Rundenmodus raus. Was? So, schnell verbinden. Nein. So. Dann hat sie wieder volle Unterbrechungschance. Neues Magazin nachwerfen und weiter geht's. Ja. Was? Okay. Da liegt was. Was ist das? So, wir gehen genau bis zu einem ganz bestimmten Punkt. Ja. Ja. Und dann, beziehungsweise, ja, die meisten werden es schon gesehen haben. Ich sehe es jetzt auch nicht ein, meine alten Videos hier zu löschen oder so. Ja. Ja. So, wir gehen erstmal bis hier. Was? Dann geht Beth nach da und macht eins. Zwei Türen auf. Stellt sich vor diese Türe hier. Dann gehen am besten Seaman und der Aal her. Der Aal geht natürlich her und kriecht nicht. Und dann machen wir wieder den bekannten Glitch. So, wie ging das? Ist das diese Türe hier? Nein, es ist diese Türe. Aal, passt auf. Jetzt geht Seaman her. Nee, es ist diese Türe da. Alles klar. Ja. So, Aal guckt nach vorne. Hier. Jetzt geht Seaman her, speichern, schießt ein paar Mal auf diese Türe. Jetzt geht der Rundenmodus an, weil hier ein Gegner drin sitzt. Dann öffnen wir mit Beb diese Türe. Sie sollen schon mal anfangen, und korven ihn weg. Ach, das ist ein Gefühl. So eine tolle Knarre gibt's nicht nochmal. Ja, die Kors ist schon sehr cool. Und normalerweise ist dieser Gegner hier relativ schwierig zu besiegen. Allerdings, wenn man hier den Trick macht mit gegen die Türe schießen, dann ist er relativ leicht zu erledigen. So, wir suchen jetzt noch einen, der könnte draußen rumfliegen. Sie sind vermutlich nicht weit weg. Ist immer nur noch der eine. Ja. So, Aal und Seaman sind eigentlich schnell genug. Wo sind sie? Jetzt kann's losgehen. Ja, das war's. Jawoll, das nenne ich gründlich. Wir haben alle abserviert. Was ich sagen wollte, wenn ich mit dem Aal und Seaman, ich hatte nämlich den letzten Gegner hier vermutet, hier rausgehe und hier dann rumstehe und dann kriegen die Gegner Verstärkung und dann kommen von hier Gegner, kann man ja einfach aufs Dach springen und weglaufen. Von da ab, so, kurz überlegen. Wir haben schon 16% Loyalität uns erkämpft. Und wir haben einen Spear Ram gefunden und anderes Zeug, was gar nicht mal so mies aussieht. So, Spear Ram, das ist eine Spear-Rüstung. Das ist so, Spear ELCS ist es, ich weiß gerade gar nicht, ob es amerikanisch Test ist oder ob es kanadisch ist. Oder ob es zu irgendeinem anderen Land gehört. Das ist so ein Ding. Man hat hinten so einen Harnist und vorne hat man da ganz viele Taschen. Also das Ding sieht so aus, dass man das Ding halt gegen den Rücken nimmt und dann schließt man halt wie so ein Gürtel. Und dann schließt man halt wie so ein Gürtel die Dinger davor und da sind so viele Taschen drin. Das ist richtig nice, das Teil.
Ich guck mal, wer das braucht. Mumphy ist eigentlich noch mit ihrer SS-Uniform relativ zufrieden, soweit ich das weiß. Ich bin russisch. Beb hat eigentlich so den meisten Kram und der hat noch so eine ganz alte Kuomintang-Chinesen-Rüstung an. Ach, was heißt Rüstung? Tragesystem. Und ich glaube, er ist am besten damit bedient, wenn wir ihm das PRM geben. Da passt nämlich so viel Kram rein. Das glaube ich, wenn man es von den Taschen her nimmt, ist das Ding hat irgendwie einen so einen komischen Nachteil. Aber ansonsten ist das Ding halt so, wenn man Kleinkram mithaben will, muss man die großen Taschen benutzen. Das ist der Nachteil. Ansonsten ist das Ding halt fast das beste Tragesystem im Spiel. Also objektiv betrachtet ist es nicht das coolste. Es hat, glaube ich, sogar noch ja 7% Wood Camo. Von da ab, was haben wir hier? AK-74 dürfte bekannt sein. Ist an beiden. Oh, sind Frontgriffe dran? AKM. Frontgriff. AKS-74U. Das Ding. Wenn man das Ding abnimmt, kann man sich damit super die Augenbrauen wegflemmen. Ein chinesisches, ach Quatsch, ein italienisches neues Sturmgewehr, das die Beretta AR-7090. Habe ich noch nie benutzt, muss ich zugeben. Ein weiteres Scharfschützengewehr, Beretta M51, ist ein bisschen besser als das, was Kiddo gerade rumschleppt. Ne, nicht Kiddo, sondern Eagle. Habe ich schon wieder den Namen vergessen. So, das ist auch relativ cool. Und zwar, ihr kennt wahrscheinlich die MP5K und das ist die G3-Version von der MP5K. Das ist die FR Ordnance MC51K, also nicht original von Heckler und Koch. Das ist die ist in 7,62x51 mm. Diese ist in 7,62x51 mm NATO, ist aber so kurz wie eine Maschinenpistole. Das Ding ist ziemlich übel auf Nahkampf, aber so nah kommen die Gegner meistens nicht ran. Dann haben wir hier The Bitch und zwar eine L1A1 umgebaut zu einem vollen Sturmgewehr mit Vollautomatik und Granatwerfer. Ja, M16A2 kenne ich, aber eigentlich trifft mir Altgott mit dem Ding, was er da rumfliegen hat, so schlecht, dass ich ihm am besten einfach das M16 hier in die Hand drücke. Oder na, ich gebe dem Ding noch eine Chance. Wenn es das nächste Mal irgendwas Gutes macht, dann gibt's erst. Okay, Brillen nachgucken, wer braucht noch? Sie hat kaputt. Denn kaputte Brillen sind leider relativ tückisch. Und zwar kaputte Brillen erhöhen nicht die Sichtweite, sondern verringern die Sichtweite. Das ist relativ mies. Deswegen kriegt sie das hier auch in den Helm gepackt. So, okay, dann kriegt sie eine KMT-Uniform. Da passen jetzt halt diese Dinger nicht mehr rein. Ah, das ist ein bisschen doof. So, Somi KP. Komischerweise sieht das hier so aus, als wäre das Trommelmagazin drin. Hier ist allerdings ein 50-Schuss-Magazin drin. Das ist ein bisschen komisch dargestellt. So. Hier ist ein Kevlar-Helm, dann brauchst du nicht mehr diesen komischen Helm tragen. Und dann kriegt er das Ding. Ah, er verliert auch seine Dinger. Die haben diese komische, genau diese Hunter-Photographer-West haben die beide. Und er kriegt dann auch hier so einen Russenhelm. Und sie kriegt eine bessere kugelsichere Weste und er kriegt das Ding. So. So mega wichtig, dass sie gut ausgestattet sind, ist es jetzt auch nicht. Also die sind ja eher unsere Ausbildungsleute. So, wer könnte denn noch. Genau, wer könnte mal ein bisschen Tarnschminke vertragen? Wer könnte denn. Genau. Ein Kit reicht meistens für zwei Leute. Von da ab handhaben wir das mal so rum. Hier haben wir noch Reparaturkästen und sowas. So richtig, was richtig. Ach so, genau, ich wollte mich ja hier. Genau, Hannibal habe ich den Namen vergessen. Sie kriegt auf jeden Fall ein anständiges Scharfschützengewehr. Da ist ein 7x-Scope drauf. Das ginge besser, aber halb so schlimm. Sie braucht dafür allerdings dringend hier die Auflage. Und das Dragunov kann man eigentlich auch ganz gut. So passt denn das nicht? Was braucht denn das Ding? Attachment Rail. Okay, da muss man erst eine Rail dran machen. Dann kann man erst an die Rail halt das Zweibein dran machen. Gut, dann kann Kato das Ding behalten. So, dann sieht das bis hierhin ganz gut aus. Dann sage ich Aufnahmeende. Vielen Dank fürs Zugucken. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wo wir dann hoffentlich uns, ich meine, die zerstörte Uni holen.